Get the G's in Benz, Salam ja heuer. Ich sitz im VIP. So, was geht ab, Leute? Gerade mit den Abdallah in Berlin. Auf jeden Fall, Baba-Stadt, muss man sagen. So. Wir haben uns gut hier amüsiert. Der Lukas, der hat gefeiert und dem wollten wir natürlich eine Freude bereiten, indem wir natürlich für ihn da sind. Grüße gehen natürlich an dieser Stelle an Lukas. Also, genau, Bre, Lukas. Auf jeden Fall, heute geht es nicht um Lukas, sondern um Hamudi. Zu Hamudi will ich ein paar Sachen sagen aus der Vergangenheit. Hamudi, ich mag dich nicht. Ich mag dich gar nicht. Nicht mal so. Warte. Nicht mal so. Siehst du das dazwischen? Da ist ein Staub, das passt da gerade mal so rein. Nicht mal so mag ich dich. Der Hamudi, der ist so einer, das ist mir in der Vergangenheit aufgefallen. Der chillt öfters mit so TikTok-Kiddies, die gerade ein bisschen Hype haben, so mit 15, 16-Jährigen. Und das ist halt echt komisch, weil der ist 22, Digga. Hamudi habe ich, glaube ich, öfters sogar in der Vergangenheit kritisiert. Falls jetzt ein paar Leute kommen und sagen, ja, keine Ahnung, zwar macht er mit irgendwelchen TikTok-Stars Videos, aber du machst über diese Leute Videos und profitierst so. Bei mir ist aber was anderes, weil selbst Videos, die nicht gegen andere sind, die werden trotzdem angeschaut. Weil, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, wie euch diese Fresse, ich weiß nicht. Diese Fresse gefällt euch irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Ha, du warst dort. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Hamudi, der macht öfters Videos mit irgendwelchen minderjährigen TikTok-Fame-Stars, die irgendwie gerade mal in der Schule sind, ihre Hausaufgaben machen und nach Hause rennen und schnell ihre TikToks abdrehen. Mit denen macht der Hamudi Videos. Was ich echt lustig finde, muss man so nebenbei erwähnen, das ist mir immer aufgefallen bei der Hamudi. Man merkt wirklich ihn an, er bekommt sehr schnell Bart. Wisst ihr? Viel schneller als ich. Er bekommt sehr schnell ein Bart. Was hast du gemacht? Wallah. Du Huch. Auf jeden Fall, bei Hamudi ist mir halt aufgefallen, der Typ, der bekommt echt schnell Bart. Viel schneller als ich, viel schneller als Abdallah und ich zusammen. Wallah, ich habe seit 2 Jahren das Gleiche. Immer noch hier so eine Lücke. Aber das Ding ist bei Hamudi, der rasiert sein Bart so schnell wie möglich. Wirklich. Da kommt so etwas raus, der rasiert das direkt weg, damit er einfach jünger aussieht. Der will irgendwie jünger aussehen. Das würde komisch aussehen, wenn irgend so ein 22-Jähriger mit Fullbart neben so einer Lena oder Leni Marie oder wie die auch heißt steht. Die Schwester von Dagi B. Zu dieser Sache kommen wir auch noch. Der hatte mit der Kontakt, ich schwöre auf alles, ich glaube, die ist dann gerade mal neu in die Grundschule reingekommen. Digga, die war da so jung, diese Videos, ich hab die nicht mehr. Ich hab die nicht mehr, weil das war damals auf Musical.ly. Schon Musical.ly-Zeiten, gib dir mal. Grundschule ist für Kinder. Hab ich Grundschule gesagt? Ja. Nein, ich wollte sagen, die ist gerade neu aus der Grundschule raus. Ah. Hab ich das gesagt oder bin ich behindert? Die ist gerade neu aus der Grundschule rausgekommen und dann habe ich diese Videos gesehen. Ja, das wollte ich sagen. Das finde ich halt echt krass bei Hamudi. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen jetzt einfach Videos von ihm. So, keine Ahnung. Ich habe gar keinen Bock. Das Ding ist über Hamudi, ihr müsst wissen, ganz kurz auch nebenbei. Ich hatte ihn, glaube ich, im Livestream. Ich hab einmal im Livestream erwähnt, was da genau passiert ist. Ich will nicht genau explizit auf das Thema eingehen. Ich sage nur, ich habe einen Post über Hamudi gemacht. Hamudi hat wahrscheinlich durch Connections versucht, meinen Instagram-Account zum Löschen zu bringen. Nochmal das gleiche, was Hussein Schild macht, dieses Striken. Das hat Hamudi auf Instagram versucht. Wallah, keine Ahnung, ob er irgendwie Connections mit, keine Ahnung, Management hat, dass er dieses Video auch strikt. Kann sein, wer weiß. Ladet euch das Video runter, zur Sicherheit. Keine Ahnung, ladet es hoch, wenn es irgendwann offline ist, wer weiß. Scheiße, wie soll ich das erzählen, ohne jetzt gegen jemanden zu shooten, der verdammt nochmal Instagram Deutschland führt. Raum voller Kanaken. Alle haben Machete. Da hinten, hinter den ganzen Kanaken, ist ein, keine Ahnung, ein Tür. Ich hab's aus dieser Tür rausgeschafft, aber nicht heile. So müsst ihr euch meine Lage auf Instagram vorstellen. So sah es bei mir auf Instagram aus. Ich hab's irgendwie noch durchgeschafft. Dankeschön, Hamudi, nebenbei. Der Hamudi hat auch sehr oft auf Instagram seinen Namen geändert. Der hieß am Anfang Hamudi, Hamudi 27. Kommt er aus Antep? Sag nicht. Bruder Wallah, das hat mir gerade im Herzen wehgetan, diese 27 zu sehen. Ich schwör auf alles, Digga. Kommt der Mut aus Türkei? Ich hab keine Ahnung. Bruder Jemine, wenn der aus Antep kommt, ne? Niemals, Digga. Wenn der aus Antep kommt, Wallah, ich erhänge mich noch heute, Digga. One Hamudi hieß er dann. Danach, keiner weiß, wer ihn hat. Da heißt auf einmal Maria.
Zeig mal her. Guck mal, dieser Ablauf, auf einmal Maria. Wer hat den Noch wichtig zu erwähnen ist, er hat mich auf Instagram geblockt, er hat mich auf TikTok geblockt. Ich habe gerade eben, ich schwöre gerade eben, recherchiert. Mit meinem zweiten Account auf TikTok habe ich ihn gestalkt und habe es gepostet, dass ich einen zweiten Account besitze. Hamudi, ich schwöre, die Story war 10 Minuten online. Hamudi hat mich geblockt auf dem zweiten Account. Ich fick mein Leben, Bruder. Walla Bila, wie kann ein Mensch so drauf warten, in den Arsch gefickt zu werden? Oder dass diese Leni Marie, oder wie die heißt. Bruder, als sie das erste Mal ein TikTok mit dem gemacht hat, ne? Ja. Digga, die war so jung. Ich schwöre, die sah einfach aus wie, keine Ahnung, wie normale 30-Jährige. Nein, kennst du das? Du hast eine Nachbarin, die ist brutale Milf, aber du hast einfach ihre Tochter, weil ihre Tochter fuckt ab immer. Kann man sein Bart rasieren, oder? Sei mal stolz auf dein Bart. Oh, wenn du aus Gaziantep kommst, dann musst du stolz auf dein Bart sein. Aber ja, ich glaube nicht, dass... Wie gesagt, wenn er aus Gaziantep kommt, ich spring mich um, Digga. Guck dir mal das hier an. Wenn die alle über 18 sind, gib mir jetzt eine Ohrfeige. Selbst der Junge da hinten ist keine 18. Ja, der sieht aus wie 16 oder so. Digga, merkst du dieses Heuchlerische, dieses ich will noch jung sein. Ich habe zwei Optionen für den. Entweder diese Theorie, der will einfach nur Fame durch andere werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Bei dem, Digga, der hat jeden Tag neue TikToker-Freunde. Ja, ja, stimmt auch. Der chillt mit, keine Ahnung, der hat mit Schildi gechillt, über die habe ich schon mal ein Video gemacht. Er hat über Leon Content hat er gechillt, über den habe ich nicht. Soll ich dir seinen eigenen Content zeigen? Yeah. Das, was er bietet. Yeah. Das, was er, was für TikToks er macht, wenn er gerade nicht seine Freunde Fame abholen kann. Ja, sein Fame abholen kann. Peace, Freunde. Wir haben heute eine Schnecke gefunden auf dem Weg zum Supermarkt und wir dachten, wir nehmen die mal mit. Deshalb haben wir jetzt ein paar Grünzeug da abgepflanzt und haben die dann draufgelegt. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Schreibt mal in die Kommentare ein paar Namensvorschläge. Bruder, lass mal auch machen. Lass mal jetzt einfach rausgehen, einfach Schnecke auf Boden finden und dann einfach aufheben, Digga. Lass mal einfach machen, Digga. Ich hab richtig Bock drauf. Ich werde jetzt eine Szene einblenden, wo ich genau das nachmache. Jo, was geht ab, Leute? Ich hab gerade hier diesen Strohhalm auf dem Boden gefunden. Den würde ich dann einfach mal mitnehmen. Mir hat der Strohhalm so sehr gefallen, dass ich den in mein Bett reingelegt habe. Der ist zwar ein bisschen schmutzig, aber später waschen wir den. Was habt ihr für den? Wie soll ich ihn nennen? Oh, Cousin Benem, Janem Benem. Bin ich nicht einsam, denn wenn ich allein war, warst du an meiner Seite. Ja, weil du mich Okay, guck mal, nichts gegen Duana. Auch ich muss, das Problem ist, ich muss dieses Firat und Duana Thema, das muss ich in dieses Video einbauen, weil das Ganze dreht sich ja irgendwie in Hamudi. Ich habe nichts gegen die zwei, ich wünsche denen weiterhin viel Glück. Ihr seid beide irgendwie in diese Scheiße mit reingeritten mit Hamudi und keine Ahnung, ich muss Hamudi fertig machen, ihr müsst irgendwie, keine Ahnung, dabei sein. Weil sie gerade frisch getrennt ist und so? Ja, okay, Luana hat gerade einen guten Hype, sagen wir es mal so. Was machst du, wenn Luana heult? Mit dir bin ich nicht einsam, denn wenn ich allein war, warst du an meiner Seite. Bruder, du machst ein TikTok, wenn deine beste Freundin heult. Ich geh ganz kurz raus. Ich komm nicht mehr, Tom. Heulst du draußen oder machst du TikTok? Ich mach beides. Ich finde jemanden, der heult einfach. Sicher? Ja. Willst du dadurch Fame werden? Wenn ein Mensch so gerade schlecht geht, ne? Man denkt gar nicht so an Dings, TikTok, Mikmok, so, weißt du, ich meine? Digga, du würdest mich umbringen. Das Ding ist, ich hab Abdallah noch nie heulen gesehen, so. Ich hab den noch nie weinen gesehen, glaube ich. Wenn der jetzt heulen würde, stell mal vor, ich mach so Handy aus. Ey, mal fern nicht raus. Weil wieder, wenn ich den sehe, sagst du, heute, ich würde in einen Klatsch ja, springen, und dann halt die Presse gemessert, Digga. Hi. Oh. Nein, Spaß jetzt wirklich. Nein, doch. Digga, Abdallah, ich sag dir das jetzt so, du machst keine TikToks, ne? Nein. Aber wenn du jede Scheiße von mir aufnimmst, ja, ich würde dich umbringen, Digga. Wenn er zu Hause ist, alleine, seine Freunde sind gerade, einer aus Berlin, der andere ist gerade Frankfurt. Er sitzt so zu Hause, Digga, er denkt sich, Scheiße, was mach ich für TikToks? Warte, ich nehme jetzt eine Schnecke auf. Er geht raus. Wie ich es gerade gelesen habe, was ich gerade nicht trauen konnte, meine Augen, weil ich check das nicht, weil, keine Ahnung, ich hab das gesehen und irgendwie das hat in meinen Augen ein bisschen weh getan. Also erstens, nur weil sie einen Knutschfleck hat, heißt das noch lange nicht, dass sie einen Freund hat. Zweitens würde ich sowieso nichts mit einem Mädchen anfangen, beziehungsweise ihren Knutschfleck oder so machen, wenn sie vergeben ist.
Und da ihre Knutschflecke halt von mir sind, will ich damit sagen, dass sie halt keinen Freund hat, weil sonst würde ich es nicht machen. Und deshalb kann auch kein Freund Schluss machen. Wie ich es auch an dem Text oben lesen konnte, hat er wahrscheinlich Luana einen Knutschfleck verpasst. Bruder, gib dir mal, Digga! Die waren, der macht einfach Younes Amiri-Move. So, Fazit am Ende. Hamudi, dieses Heuchlerische, dieses ich bin jung. Bitte akzeptiert mich in eurer Freundschaft. Bitte, ich will dazugehören. Ihr seid zwar alle 16 und 15, aber ich gebe mich gerne als 18-Jähriger aus. Das ist für mich gar kein Problem. Auch wenn ich schon längst heiraten könnte. Du bist 22 Jahre alt, Bruder. Gib dir mal, wir sind beide 18, Digga. Wir chillen nicht mal mit 16-Jährigen, so Mädchen, so weißt du schon. Ja, ja. Wir halten uns von sowas fern, Bruder. Damn. Sagen wir, nur so aus Sicht positiv sehen. Es kann sein, dass er sich hier mit den Influencern wirklich privaten Leben sehr gut versteht. Da frage ich mich aber, wieso sind es immer Influencer? Jede Scheiße aufnehmen so. Ja, wieso? Kann mir das bitte einer erklären, Digga? Hamudi, wenn du mich sehen würdest, würdest du meine Eier lecken? Damit ich mit dir ein TikTok mache. Das frage ich dich jetzt. Ich hoffe, die 27 steht nicht für Gaziantep. Ich bring mich nein, dann. Vielleicht der 27 Jahre alt, wer weiß. ja, Leute, das war's auch schon mit Hamudi. Was war das, Digga? Was denn? Spaß, die machen mal ein bisschen mehr. Bist du behindert? Mach doch mal du. Tamam, recht. Bisschen. Eins mal lang. Okay, das was mit warte, zeig doch, von wem das ist. Wir haben das von Zuschauern geschenkt bekommen und so. Immanuel, was geht? Grüß gehen raus an dich. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Wir müssen gleich gucken, wie wir nach Kassel kommen, von Berlin. Das wird ein bisschen anstrengend, aber das kriegen wir schon irgendwie. Ja. Diese Deo ist gerade in meinen Arsch reingegangen. Bin ich jetzt Hamudi? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen. Schaut bei Snapchat. Und bei Instagram vorbei. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Oh! Wir sind im Hotel. Ich darf nicht schreien. Hör auf, du Bastard. Ciao. Ich muss Ciao machen. Ja, hör du auf. Weil du hast eine Angsthase, Digga. Bleib mal stehen. Ich zähl. Oh, mein Gott, du hast meinen Zahn draußen. Du kleiner fickter Bastard. Hallo. Hallo. Jungs. Alles wegen dir. Das war's mit dem Video. Alles wegen dir. Wenn euch gefallen hat, abonniert nicht vergessen. Ciao.